Intervallfasten dürfte für sehr viele Leute ein Begriff sein, erlangt ja auch immer mehr an Bekanntheitsgrad, aber für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was genau Intervallfasten ist, es ist eine Zeitstruktur, in der die Mahlzeiten zu sich genommen werden. Also das Gängigste, wie die meisten machen, ist 16 zu 8, das heißt 16 Stunden wird gefastet und dann 8 Stunden wird dann gegessen. Es gibt auch wieder verschiedene weitere Variationen, zum Beispiel 12-12 oder 18-6 oder 20-4, wo ich mich gerade befinde. Welche Vorteile hat zum Beispiel das Intervallfasten? Einerseits beugt es zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, senkt den Blutdruck und der Körper lernt auch wieder sein Insulin besser zu regulieren, was vor allem für Diabetiker sehr interessant ist. Zusätzlich kommen die Zellen in eine Autophagie, die Müllabfuhr beginnt und die Zellen entgiften. Besonders morgen nach dem Schlaf sammeln sich ja sehr viele Gifte aus und der Körper befindet sich in einer Ausscheidungsphase. Und mit dem Intervallfasten kann man den Körper dann nochmal zusätzlich unterstützen, wenn man hier zum Beispiel viel Wasser trinkt oder auch frisch gepresste Säfte zu sich nimmt. Das ist auch ein Grund, warum du am Morgen auf dein Frühstück verzichten solltest. Da habe ich ja nochmal ein separates Video dazu gemacht, werde ich euch oben in der Infobeschreibung verlinken. Für Kraftsportler ist das Intervallfasten besonders interessant, da der Testosteronspiegel und die HGH-Wachstumshormone um einiges steigern. Auch der Wachstumsfaktor des Gehirns BDNF steigt während des Intervallfastens ebenfalls an. Dieser schützt zum Beispiel eure Neuronen. Und nach meinen eigenen Erfahrungen bei über 6 Jahren Intervallfasten sind auch, dass ich viel mehr Energie habe, weil zum Beispiel am Morgen mein Körper dann nicht mehr mit der Verdauung beschäftigt sein muss, sondern ich mich auf andere Sachen auch super konzentrieren kann. Und ich mag es sehr gerne zum Beispiel auf leeren Magen oder im Fasten zu trainieren. Dann merke ich einfach, dass ich da zum Beispiel viel mehr Energie zur Verfügung habe. Weil ich mich nach dem Aufstehen sehr schlapp gefühlt und einen starken Hunger hatte und das einfach nach dem Frühstück dann ich viel besser in den Tag einsteigen konnte. Das Problem dabei ist einfach, dass man sich einfach schon fürs Nichtstun mit Essen belohnt, was ich aus heutiger Sicht anders da machen würde, weil es halt die Psyche bzw. auch den Dopaminausstoß so von den Menschen reguliert und dann man nicht unbedingt auf den Fokus auf seine wertschöpfende Arbeit legt, sondern halt mehr dann wieder aufs Essen zentriert. Schließlich konntest du früher nicht rund um die Uhr und auch in beliebiger Menge Essen zu dir nehmen. Zu meiner Ernährungsumstellung habe ich das Intervallfasten erstmal langsam eingeführt. Das heißt, ich habe erst ab 10 Uhr angefangen zu essen und dann bis 18 Uhr. Also ich habe dann zuerst 14:10 gemacht. So. Ich habe einfach meinem Körper eine langsame Eingewöhnungsphase gegeben, damit ich halt nicht zu sehr unter Stress auch gerate, damit ich hier meinen Alltag langsam umstrukturieren kann und auch hier schrittweise ohne irgendwelche Probleme oder dass es mir dann irgendwie unwohl geht, die Leistung bzw. auch das Fenster erweitert, dass ich dann irgendwann auch mal 16:8 machen konnte, dass ich erst um 12 Uhr Essen zu mir nehmen konnte. Über die Jahre hinweg habe ich dann langsam die Zeitspanne weiter erhöht und auch die Intensität. Also am Anfang war es dann noch 16:8, dann 18:6 und jetzt neuerdings 20:4 Trockenfast. Das heißt, dass ich innerhalb dieser 20 Stunden weder etwas esse noch etwas trinke. Auch hier ein kleiner Disclaimer für euch. Für dieses Trockenfasten braucht ihr einerseits erstmal Übung und auch eine gewisse Disziplin. Ich mache das auch erst seit 3 bis 2 Jahren und mein Körper hat sich auch da langsam dran gewöhnt und hatte auch gar keine Probleme damit. Davor bei diesen 18:6 oder 16:8 habe ich da auch immer regelmäßig Wasser getrunken, wenn ich mal das Bedürfnis hatte. So. Das Intervalltrockenfasten ist meiner Rohkostreinigung geschuldet. Einerseits braucht mein Körper viel weniger Wasser aufgrund der Reinigung und ich esse ja schon sehr viele wasserhaltiges Obst und Gemüse. Diese 20 Stunden Intervallfasten kommen auch einfach aus dem Grund, weil ich jetzt zum Beispiel mit meinem Permakulturprojekt oder auch meiner Kampfkunst und mit YouTube hier das alles mit meinem Projekt sehr stark involviert bin und für mich das einfach einfacher ist, wenn ich halt dann zum Beispiel so in Richtung Abend hinweg, wenn alles erledigt ist, dann hier meine Zeitspanne habe, wo ich mich dann in Ruhe hinsetzen kann und etwas essen. Ich habe einfach einen besseren Fokus auf meinem Projekt, kann hier schön die Sachen für den Tag abarbeiten, muss mich nicht auf das Essen fokussieren, sondern habe hier einen speziellen Zeitplan. Also meine Empfehlungen, wenn du mit dem Intervallfasten beginnen möchtest, sind folgende. Also fang erstmal langsam an, schau, wie es dir geht. Wenn du bis 10 Uhr morgens zum Beispiel nichts isst, wie dein Körper damit klarkommt, kannst du dann auch langsam steigern bis 12 Uhr. Schaust halt einfach, wie es am jeden Tag deinem Körper geht und dann prüfst du einfach individuell für dich, wie du halt da vorgehst. Wenn du am Morgen zum Beispiel ein Hungergefühl hast, dann empfehle ich dir, Wasser zu trinken. Bei den meisten ist es einfach nur Appetit, Gewohnheit oder auch der Hunger kommt zum Beispiel durch die morgendliche Entgiftung. Und das Wasser hilft dir nochmal, diese Schlacken und die Gifte über deine Ausscheidungsorgane mit auszuleiten. Falls dir Wasser an sich zu fade ist, dann kannst du auch eine Scheibe Zitrone mit reinschneiden oder auch eine Gurkenscheibe reinlegen. Und das Allerwichtigste, damit du den Hunger vergisst, sind Aktivitäten. Also einerseits geh raus, beweg dich, geh an die frische Luft. Sammle mit deinen Augen Sonnenlicht, damit du hier aufgemuntert und fröhlicher bist und
mach irgendeine Beschäftigung, geh irgendwas nach, mach Kraftsport, geh laufen, geh joggen, bau dein eigenes Unternehmen auf, dein Projekt, mach einfach Sachen, die dir Spaß machen, denn dann bist du im Flow und wenn du im Flow bist, dann vergisst du einfach die Zeit und hast auch nicht mal so das Bedürfnis bzw. den Kopf oder die Gewohnheit, irgendwas zu essen, weil dir langweilig ist. Das Intervallfasten ist eine wunderbare Vorstufe zum Fasten an sich. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel 120 Tage im Jahr vereinzelt Saftfasten gemacht. Ich liebe einfach Fasten, tut einfach dem Körper etwas Gutes, kann ich auch nur jedem empfehlen, das auch nachzumachen, bietet auch da entsprechend, um das halt auch langsam einzuführen, auch zu steigern, weil nicht jeder sofort einfach fasten kann, auch für eine längere Zeitraum bilde ich auch eine gewisse Übung. Hab da hier auf meiner Webseite hier entsprechende Coachings und Kursangebote, auch spezielle Fastenbegleitung kann ich auch bezüglich auch Intervallfasten mit einführen und auch beraten. Kannst auch gerne andere Videos von mir anschauen, werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken, wo ich schon Erfahrungsberichte zu meinem Fasten auch gemacht habe, warum man auch Fasten lernen sollte. 30 Tage Saftfasten, kannst du, werde ich dir auch unten verlinken. Ganz ans Herz lege ich dir meine 6 Jahre Reise von der Rohkost, von der Magersucht wieder zurück ins Leben. Und sonst kann ich dir noch meine Telegram-Arbeitsgruppe zum Thema Gesundheit empfehlen, wo nochmal zusätzliche Dateien, PDFs, Bücher, Bilder und auch meine Expertise dir zur Verfügung stehen, damit ich dir im Alltag bei deiner Umstellung auf die vegane Rohkost oder auch zum Fasten oder allgemein für deine Gesundheit unterstützen kann. Und natürlich schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, da gibt es noch weitere Angebote, wie zum Beispiel meine Saatgutliste, damit du hier im Sinne der Permakultur dein eigenes gesundes Obst und Gemüse anbauen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du angeschaut hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.